18 Kilometer mit 20 Hindernissen. Die große Challenge. Rosarios Next Top Athlet. Kilometer mit 20 Hindernissen. Rosarios Next Top Athlet. Schaut euch die Hobbysportler aus Wiesbaden und Umgebung an. Sie haben ein großes Ziel, für das sie mit dem Personal Trainer Rosario Battaglia trainieren. Am 30. September fahren sie in die Eifel und wollen die große Challenge Tough Mudder Full Distance absolvieren. 18 Kilometer mit 20 Hindernissen. Das wird hart. Und deswegen muss Rosario die Truppe fit machen. Was wir jetzt erstmal fokussieren, ist erstmal ein bisschen Beinarbeit, okay? Dass wir ein bisschen die Beine, sage ich mal, trainieren, ein bisschen Kraft bekommen, dass dann auch die Läufe oder ein paar dynamische Sachen halt einfacher fallen. So. Hat jemand Probleme? Höchstens mit mir, das akzeptiere ich, alles andere ist in Ordnung? Nee, dann nicht. Nee, also. Okay. Ich habe hier einen lauten Timer. Wir haben 30 Sekunden Pause. Heute. 40 Sekunden geht die Runde. Und wir haben insgesamt 5 Runden, okay? Wir fangen an mit einer relativ einfachen Übung. Hände bleiben am Kopf. Und wir gehen hier hoch und runter, okay? Jetzt drehen wir uns um bei der nächsten Übung, nehmen die Hände nach vorne und gehen praktisch so tief runter, dass wir immer leicht die Bank berühren, okay? Danach machen wir wieder die erste Übung. Ja. Gut, gell? Jawohl. Für die es zu einfach ist, Geschwindigkeit erhöhen. Da knallt der Arsch los auf die Bank. Ja, musst du abbremsen. Wenn unsere Hobbysportler für Tough Mudder fit sein wollen, müssen sie aber noch ordentlich Gas geben. Rosario wird sich schon drum kümmern. Und lächeln bitte. Ja? Wir zählen jetzt alle gemeinsam. Komm, mein Tempo. 1, ich höre es nicht. 2, 3. 4, komm schon, 5, 6, 7, 8, 9, 19, noch 12 Sekunden, komm, dranbleiben. 21, 24, 25, 26, Pause. 28, sehr schön.
Jetzt ein ganz heißer Tipp, wenn einer nicht mehr kann, von der Atmung her, okay, auch beim Lauf ist es wichtig. Ich mach's jetzt mal doof vor, ein bisschen übertrieben. Auf Zehenspitzen richtig hochgreifen, einatmen. Okay? 4-5 Mal richtig einatmen. Also nicht sowas. Das bringt nichts, sondern richtig hier schön hoch. Okay? Gibt dem Körper wieder Sauerstoff. Macht die Lungen breit, Volumen aufbauen. Genau. Genau und richtig, genau. Schön runter und wieder schön lernen. Wir gehen noch mal ein bisschen vor. Am Ende einer jeden Einheit wird gedehnt. So wie hier. Ich generell muss sagen, das Dehnen ist eigentlich für mich das Beste, was es gibt nach jeder Trainingseinheit, weil dadurch kann ich viel besser und schneller regenerieren. Das war die heutige Ausgabe von Rosarios Next Top Athlet. Schaltet nächste Woche wieder ein. Da geht es natürlich wieder weiter mit dem schweißtreibenden Training für die große Challenge. Das war eine Folge aus Rosarios Next Top Athlet, der harte Weg zu Tough Mudder. Klick beim nächsten Mal wieder rein oder abonniere den Kanal. Wenn du die Glocke aktivierst, bekommst du eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Wenn du mehr über unseren Personal Trainer Rosario Battaglia erfahren willst, dann folge der eingeblendeten Website. Rosarios Next Top Athlet.